Moin, ja, wie ihr seht, bin ich wieder unterwegs. Ja, der Frühlingsanfang ist durch, man hört es an Vogelgezwitscher. Es kommt der Frühling, ja, man will raus. Das Wetter ist vielleicht noch nicht ganz perfekt. Heute ist wenigstens mal Sonne, aber dafür doch ein ordentlicher Wind heute. Frische Temperaturen, aber man muss halt raus. Ja, und ich wollte heute auch mal wieder eine Tour machen, wo ich nicht so oft hinkomme. Weil ich gedacht, Naturpark Aukrug, da war ich doch lange nicht mehr. Hab bei Komoot geschaut, hab mir eine Tour rausgesucht, die Waldhütten-Tour. Die werde ich nicht hundertprozentig abfahren, denn ich habe sie noch ein bisschen modifiziert, verlängert, vielleicht das ein oder andere Highlight dazugefügt, denn ich bin hier an der Autobahn bei Neumünster losgefahren. Ja, und so sind es aus 40 Kilometern geplante 70 Kilometer jetzt geworden. Boah, ich habe richtig Lust drauf. Das wird auch Zeit, dass die wärmeren Temperaturen kommen, so einmal das eine schöne warme Wochenende. Das kann auch noch nicht alles sein. Ja. Aber naja, ich wollte heute los. Hoffe auf schöne Bilder, denn der Aukrug, ja, der ist auch so ein bisschen wellig, hügelig. Hat auch so ein paar Berge dabei. Für Schleswig-Holstein die Verhältnisse. Also ja, schön durch Wald, paar Pfade. Also mehr was für ein Gravel. Bike gedacht. Naja, ich werde mal gucken, wie das aussieht, was ich mir heute so ausgesucht habe, geplant habe. Ja, und ich hoffe, ihr seid dabei. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei bei den hoffentlich kommen schönen Bildern. Ich bin ja schon mal ein paar Kilometer gen Westen gefahren, gegen den Wind. Ja, man merkt, der ist doch schon ganz schön kräftig. Windstärke 5 mit Böen. Ja, nicht das leichteste Wetter heute. Aber egal. Eigentlich ist man auch schon fast wieder zu warm angezogen. Aber wenn der Wind kommt, dann wird es doch wieder kühler. Also im Moment noch ein bisschen schwierig, die richtige Klamotte zu finden. Aber lieber etwas zu warm als zu kalt. Ja. Aber schön ist das hier. Jetzt geht es so langsam rein in den Naturpark. Die ersten Hügel fangen an. Ja, 8 Kilometer habe ich jetzt hinter mir. Mal sehen, was kommt. Da müsste auch gleich mal ein kleiner Weg kommen. Abseits der Straße. Das kann passieren bei einer selbst geplanten Route. Das ist ja noch nicht die Komoot-Route. Ja, hier waren da zwei kleine Brücken mit Treppenstufen, aber man war so schnell drüber. Man konnte das Rad ja gut tragen, es ist ja nicht voll bepackt. Aber ich muss sagen, die ersten Meter hier, wow, ich bin jetzt schon begeistert. Tolle Landschaft, hier dieses Bächlein. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, werde ich einblenden. Das wird aber nur so ein kleiner, unbekannter Bach sein. Aber er ist schon nicht so klein und ordentlich Wasser drin. Ja, die letzten Tage hat es doch ein bisschen geregnet. Nicht zu viel, aber doch, dass das Wasser ein bisschen mehr wurde in den Bächen. Aber sehr toll.
Die ersten Meter, ich bin der Mann gerade 500 Meter hier im Wald. Oh, ganz klasse. Ja, und das bin ich ja mal gerade 10 Kilometer weg von Neumünster, westlich davon, und man ist hier so in der Natur. Wow, also wenn das so weitergeht, das will ich ja wohl hoffen. Ja, es merkt schon ein bisschen die Sonne. Ja, leider so ein bisschen milchig, aber ein bisschen Kraft hat sie, aber ich wage irgendwie nicht, die Jacke auszuziehen. Weil sobald ein bisschen mehr Wind ist, wenn der Wind ankommt, dann wird es doch echt kalt. Naja, ich werde es sehen. Ja, ein bisschen auf der Suche nach dem Frühling bin ich heute natürlich auch. Viel zu sehen in der Vegetation ist noch nicht, aber naja, das wird wohl irgendwann mal werden. Ach, die ersten paar grünen Blätter sprießen hier nämlich auch schon so ein bisschen. Also, naja, ein paar Wochen weiter sieht es hier vielleicht schon anders aus. Aber das ist echt schon ein schöner Anfang. Das war gerade eine schöne Strecke und jetzt stehe ich hier vor dem Ohlenhus in Bünzen, ein Heimatmuseum, ein Haus aus dem 18. Jahrhundert müsste es gewesen sein. 1777 stand vorne dran am Eingangstor. Das Heimatmuseum hier war bestimmt sehr interessant, sehr schön hergerichtet hier. Die Außenanlage sieht schon gut aus, natürlich ist es jetzt alles zu, wie so manches. Ja, und gerade eben die Wassermühle da hinten, ja, die sah aber nicht mehr so gut aus wie hier. Ja, und ein bisschen Frühling ist hier zu sehen, ein bisschen Blütenpracht hier vor. Ja, teilweise sogar schon verblüht, aber naja, schön ist es ja, das Wetter ist schön, der Wind, ja, den hält man aus. Also kann es jetzt erstmal weitergehen. Ja, ich glaube, der nächste Ort ist schon direkt dran, das ist der Ort, der heißt auch Aukrug, wie der Naturpark. Noch ein paar Kilometer weiter und jetzt hat sich die Landschaft geändert, ist etwas hügeliger geworden. Ja, ich gerade habe auch vergessen zu sagen, ich bin jetzt auf dieser ja, Waldhütten-Tour von Komoot, die vorgeschlagen wurde, die ich ursprünglich hatte. Ja, sieht schon wieder ganz anders aus hier. Wunderbar und ich habe gleich ein kleines Highlight. Ein kleiner Berg, für Schleswig-Holstein die Verhältnisse schon ein Berg, aber mal sehen, ob man von da oben Aussicht hat. Da fahre ich jetzt mal hoch.
siehst du, ein wahres Highlight. Man merkt es auch, hier sind viele Leute, viele am Wandern, aber das sieht ja auch klasse aus und man hat hier echt einen tollen Blick. Ja, es ist der Boxberg, satte 89 Meter hoch, aber er ragte doch ziemlich heraus. Man kann so ein bisschen in die Weite schauen, richtig schön, richtiger Naturpark. Aber es pustet hier oben, aber trotzdem, 20 Kilometer habe ich hinter mir. Oh, 2 Stunden unterwegs, mache ich hier eine kleine Pause. Ja, guck mir das hier alles nochmal an. Mal sehen, ob ich noch ein bisschen mehr einfangen kann und mache noch eine Pause hier irgendwo auf einer Bank oder was weiß ich. Ein bisschen was essen und dann geht's weiter. Ich glaube, es geht sogar in diese Richtung. Wunderbar, jetzt hier vom Boxberg runter nach der Pause gesättigt. Voller Power fährt man hier durch diese tolle Landschaft bis jetzt. Ja, bin noch nicht weit gekommen, aber schöne Strecke hier so mitten durch den Wald, hügelig und hier jetzt so ein künstlicher See. Fischteiche sind hier, sieht echt toll aus. Ja, richtig schön. Also ich muss sagen, ich bin begeistert von dieser Tour, die ich mir hier rausgesucht habe. Mal sehen, was da noch alles kommt. Jetzt bin ich hier, warum die Waldhüttentour auch Waldhüttentour heißt. So heißt nämlich dieser kleine idyllische Ort hier mitten im Wald. Absolut ruhig, eine Teichwirtschaft. Ja, hier reiht sich ein Teich in den nächsten, Forellen, was hier alles so rumschwimmt. Karpfen, alles. Man kann hier sogar übernachten, hier gibt es Ferienwohnungen. Also wer es sehr, sehr ruhig mag, ist glaube ich hier an der richtigen Adresse. Oh, schöner Ort. Ja. Das ist echt ein wahres Highlight, das ist echt idyllisch, das kann man gar nicht beschreiben. Und hier kommt überhaupt oder fast kein Wind an, hier ist schon so ein bisschen warm. Nicht schlecht, aber ich will mal sehen, wie lange ich jetzt noch im Wald weiter fahre. Denn wenn ich rauskomme, glaube ich, wird es wieder kühler, aber das ist schon wieder der nächste schöne Highlight hier. Wow, echt klasse. Ja, hier war ich noch nie. Man muss echt mal was Neues ausprobieren, das ist echt klasse hier. Die ganze Landschaft. Macht echt Spaß. Ich wiederhole mich, aber es ist echt toll.
natürlich, das Wetter spielt natürlich auch mit, also das macht ja auch einiges aus. So wie es aussieht, bin ich jetzt hier über die Berge hinweg einmal, bin auch gleich am südwestlichsten Punkt, dann geht es wieder nach Norden, Nordwesten, ja, und dann irgendwann auch wieder rüber. Ja, aber auch hier hat die Landschaft ihren Reiz. Wunderbar. Jetzt habe ich ihn wieder, den Ochsenweg. Ja, hier bin ich ja schon mal gefahren. Diesen Weg bin ich ja schon mal komplett abgefahren. Von Wedel an der Elbe bis Viborg hoch nach Dänemark. Ja, man soll den Weg ja nicht unterschätzen. Das ist ein richtig schöner Weg. Ja, ich habe ihn in Tagesetappen ja mitgefahren. Das ist auch schon wieder viel zu lange her. Da habe ich hier auch schon gestanden. Ach, das war im Winter. Ja, und jetzt ja, ist immer noch nicht grün hier, wo ich hier wieder stehe. Aber ein sehr schöner Weg, hier ist ein schöner Rastplatz, sogar Feuerstelle, ist alles noch da. Ja, bis jetzt war alles völlig okay, den ganzen Weg, den ich gefahren bin. Die Landstraßen sogar, die waren total tot, da war kaum ein Auto, absolute Ruhe, also bis jetzt echt herrlich. Und ich habe das Gefühl, der Wind lässt ein bisschen nach. Ja, ich habe wohl ein bisschen Glück mit dem Wetter. Jetzt folge ich erstmal ein bisschen den Ochsenweg. Ein kleines Stück, ich weiß nicht, so 5-6 Kilometer hinter Hohenweh steht und dann geht's wieder Richtung Osten zurück. Ja, aber ich muss sagen, die Tour gefällt mir richtig gut. Den Ochsenweg habe ich jetzt wieder verlassen. Jetzt stehe ich hier wieder so an einem Fischteichen. Hier ist auch so ein Hof, so ein Pferde- und Ponyhof. Der Country Camp Falkenburg steht dran. Boah, richtig schön gelegen, ziemlich ruhig. Viele Fischteiche wieder hier. Boah, richtig idyllisch wieder. Schönes Plätzchen, das ich hier wieder angefahren habe. Ja, boah, ja, jetzt geht's ja, Richtung Osten. Jetzt mache ich wieder so einen Knick. Die letzten 25 Kilometer habe ich wohl jetzt erstmal wieder Rückenwind. Oh, mal sehen, was da noch kommt. Also
bis jetzt begeistert, tolle Plätze, immerhin noch sehr schön, alles toll, alles super, macht richtig Laune. Man muss sich ja in Schleswig-Holstein nur ein paar Meter hochkämpfen und schon hat man eine Aussicht bis zum geht nicht mehr. Ziemlich weit jetzt hier, da kann die GoPro nicht so rüberbringen, aber ein herrlicher Blick. Man sieht zwar eigentlich immer nur alles voll mit Wald, Bäume, ein paar Windräder, Strommasten, aber trotzdem ist das ein schöner weiter Blick. Ja, keine 20 Kilometer mehr, Rückenventur jetzt. Irgendwo da unten fahre ich längs. Ach, schön ist es. Wie immer. Die Wege, die ich hier abfahre, das sind ja wieder herrliche, ganz ruhige Wege. Wunderbar, echt klasse hier. Zwar alles flach jetzt im Moment, nicht gerade so spannend, aber trotzdem für sich schön. Ja, und so kommt man ins Träumen. Ja, und jetzt bin ich auch schon ein, zwei Mal einfach gerade ausgefahren, obwohl ich abbiegen sollte, wenn man so träumt. Weil das doch was Schönes ist hier. Ja, schöne Landschaft ist es trotzdem. Ja, und echt tolle Wege. Wunderbar. Ich bin hier jetzt wieder in Aukrug, der Ortschaft. Hier schließt sich der Kreis der normalen Komoot-Route. Ich werde jetzt hier noch weiterfahren Richtung Auto. Das sind noch 9 Kilometer. Aber wer die kleine Route Runde fahren möchte, die werde ich auch verlinken in der Videobeschreibung. Ich mache jetzt noch die paar Kilometer zurück zum Auto. Mal sehen, ob überhaupt noch irgendwas Tolles kommt. So wie es aussieht, gibt es keine großen Highlights mehr. Jetzt bin ich nur noch 1,5 Kilometer vom Auto entfernt. Brauche ich das Video auch nicht in die Länge ziehen und mache jetzt hier Schluss. Da habe ich noch wenigstens ein paar Pferde im Hintergrund.
als Highlight. Ja, ich kann nur sagen, es war eine schöne Tour, ein schöner Tag. Wetter hat auch einigermaßen durchgehalten. Der Wind ist jetzt fast weg. Nur eine leichte Brise, also war ein richtig schöner Tag. Ja, Frühling, war so ein Gefühl, so war noch nicht aufgekommen. Ja, 7, 8 Grad waren es bloß. Naja, egal. Super war es trotzdem. Ja, die Strecke echt klasse. Die großen Highlights waren natürlich ziemlich am Anfang mit der Ole Hus oder der Boxberg oder der Waldhütten, die da mitten im Wald waren. Das waren schöne, schöne Orte, richtig klasse, aber die Wege danach, alles war schön, ein paar Aussichten waren immer noch dabei, ruhige Wege ohne Ende. Also ich kann nur sagen, es war ein richtig schöner Radeltag. Ja, wird Zeit, dass es natürlich auch mal wärmer wird, dass man mal wieder mehr ausziehen kann, ein bisschen ruhiger, man schwitzt, dann ist man wieder kalt. Das nervt leider noch ein bisschen, aber da müssen wir jetzt noch durch. Wärmer wird es bestimmt irgendwann. Der Sommer kommt auch irgendwann. Ja, noch ein bisschen Geduld muss man ja leider haben. Ja, aber ich kann sagen, ein schöner Tag war es. Ja, und ich hoffe, es hat dann gefallen. Ich fand es, waren schöne Bilder dabei. Hoffentlich konnte ich es gut einfangen. Ja, und was soll ich sagen? Ich wünsche eigentlich jetzt schon mal frohe Ostern, wenn wir uns nicht sehen. Ja, vielleicht schaut ihr euch ja noch weiterhin die Videos aus meinem Spätsommer, aus meiner Spätsommerradreise an. Aber wenn ich mich nicht mehr melde vor Ostern aus 2021, wünsche ich frohe Ostern, auch wenn die, so wie es aussieht, auch wenn die Feiertage wieder ausfallen. Aber naja, vielleicht habt ihr ja was geplant. Ich habe was geplant. Ob das was wird, werden wir sehen. Vielleicht spielt das Wetter ja mit, dann mache ich bestimmt eine Tour. Also, denn, siehst du, da kommt da noch mal eine näher ran. Denn, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin, moin. Und frohe Ostern.